Hi und herzlich willkommen bei mir auf dem Channel. So, heute fahren wir mal einen ganz komischen Weg. Mit der ChatForce möchte ich ja ein bisschen mehr Schleichwege fahren, wenn es möglich ist. Und ja, hier in dem Dorf, wo ich wohne und in den Dörfern drumherum, ist es möglich. Ich kann hier von Dorf zu Dorf ohne eine Hauptstraße zu befahren, habe ich festgestellt. Danke Jungs, mir wurde geholfen. das heutige Video hat einen Grund. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, ich vorbereite meine Videos in der Regel nicht. Vielleicht von den ganzen Videos, wo ich gemacht habe, habe ich vielleicht ja, 3 oder 4 habe ich wirklich vorbereitet. Ja, mit Stichworte, bla bla bla, oder mir ein Thema ausgesucht. Ansonsten mache ich das einfach Roller an, Kamera an und laber mal drauf los. Wenn was Tolles dabei rauskommt, cool, wenn nicht, wird es halt einfach gelöscht. Wow. Ja, ich möchte auf das letzte Video reagieren. Also die Kommentare waren teilweise ja mal echt unter der Gürtellinie. Und zwar ging es darum, die ChatForce zu verkaufen als Ganzes oder überhaupt sie zu verkaufen, sie zu schlachten oder ja, was auch immer. Ja. Einige von euch haben volles Verständnis dafür gehabt, ein paar von euch überhaupt nicht. Naja, den meisten werden es relativ egal sein. Fahrzeug ist Fahrzeug. Ab einem bestimmten Alter kommen und gehen Fahrzeuge einfach. Ja. So, und schon befinde ich mich im nächsten Dorf. Jetzt möchte ich an einer Stelle, die ich irgendwie ziemlich lieb gewonnen habe, dort oben möchte ich eine rauchen. Gemütlich noch, ja, ich glaube, 1, 2 Fotos machen von der ChatForce hier. Und dann fahren wir wieder heim. Also nur ein kleiner Trip, keine Riesenreise oder so. Wir haben unter der Woche allerdings mal endlich mal wieder schönes Wetter. Überlegt mal, ich verkaufe jetzt diesen Roller, so wie er ist. Ein paar Wochen später oder ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr später kriege ich irgendwann mal ein Foto oder eine Nachricht und es heißt, hey, ich hatte einen Unfall. Guck mal, und dann sehe ich meine ChatForce total kaputt oder ich sehe, dass der Typ, der sie gekauft hat, sie nicht wirklich gut behandelt, wie zum Beispiel, sie steht draußen, wenn es regnet oder wenn die Sonne scheint, steht, oh scheiße, Polizei. Toll, ich habe keine Spiegel dran. Und nochmal Polizei. Was ist denn heute los hier? Ich sag's ja, Polizei en masse hier. So, auf jeden Fall, wo bin ich stehen geblieben? Die Cops haben mich jetzt durcheinander gebracht. Bla bla bla. Keine Ahnung mehr. Ah ja, genau. Die ChatForce als in Einzelteile wegzugeben, das würde mir nicht das Herz brechen, wenn jetzt die Verkleidung kaputt geht vom neuen Besitzer dann oder er den Motor verheizt oder keine Ahnung, was auch immer sonst passieren kann. Ja? Ich würde eigentlich gerne ein bisschen schneller fahren, allerdings habe ich gerade ein bisschen Schiss wegen den Cops. Darum fahre ich gerade mal im Halbgasbereich. Naja, auf jeden Fall habe ich halt schon einen Haufen Fragen und Kommentare zur ChatForce und zu meiner Person gestellt bekommen von euch. Nun, die meisten Fragen beantworte ich nicht. Seid mir nicht böse. Persönliche Fragen sind persönlich und werden einfach
von mir nicht beantwortet. Ja? Gut, ja, ein paar Fragen stellt ihr auch, worauf ich eingehe. Zum Beispiel, wie alt ich bin und so, habe ich schon mal gesagt. Das ist mir aber egal. Aber ich will nicht erzählen über Frau, Kind, Schuhgröße und so weiter. Ja? Es gibt einfach ein paar Sachen, die ich für mich behalten möchte. Boah, dieser Ausblick. Ja. Wow. So, jetzt Pause. Ja, der Ausblick hier ist natürlich nicht so krass geil. Okay, ich sag gar nichts. Der Ausblick reicht mir. So, genug Eigenlob. Ich schneide mal kurz hier. Wow, wunderschöner Ausblick von hier. Ich bin nicht auf dem höchsten Berg von der Region hier. Aber trotzdem sehr, sehr geiler Ausblick. Von hier allerdings nicht so, sondern eher von dort hinten. Aber da saß eben ein Pärchen. Ja, ich wollte mich ich wollte mich da nicht einfach dazusetzen. Ich glaube, die hätten ein bisschen komisch reagiert. Und auch nicht anzuhalten, um ein paar Fotos zu machen. Keine Ahnung, kommt ein bisschen komisch. Ich wollte die einfach in Ruhe lassen, die zwei. Und darum verziehe ich mich immer gerne auch hier hin. Ich kenne die. Hier kann man auch mal ein bisschen lauter werden, wenn man Bock drauf hat, sich was kochen, wenn man Bock drauf hat und so weiter. Ihr habt jetzt gesehen, ich bin nur über Schleichwege hierher gekommen. Ja? Und trotzdem, ein Schleichweg gefahren, bam, zwei Polizeiautos. Oh je, die Chatfoss ist so richtig, 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 richtig dreckig. Die Felgen, oh je. So, bis später. Ja, willkommen zurück. Pause ist vorbei. Das ist halt das Geile, wo man wirklich merkt, man ist im Schwarzwald. Ihr werdet es jetzt nicht sehen und auch nicht hören. Da drüben auf der Wiesekuppel sind ein paar Kühe und man hört das, die Glocken, wenn sie sich bewegen. Die haben immer so eine Glocke um den Hals. Zu geil. So. Mal schauen, ob sie gleich anspringt. Nö, kein Bock. Okay. Ha. Muss man das jetzt verstehen? Habt ihr einen Tipp für mich? Ja, okay, der Roller ist jetzt wieder kalt. Ist klar. Aber trotzdem, sollte er über einen E-Starter trotzdem anspringen? Scheiße, das Pärchen ist da immer noch, aber es macht nichts. Ich habe eh mein Handy irgendwo vergessen. Von daher kann ich gar kein Foto machen. Leider, schade eigentlich. So, ja, ich bin auf der falschen Seite des Berges. Bah. Und hier, ihr seht es ja, total dunkel. Naja, dunkel nicht, aber die Sonne fehlt. Da drüben ist Sonne, hinter dem Berg ist Sonne. Naja, welchen Berg suche ich mir aus? Natürlich da, wo es dunkel ist. Typisch. Ja, also zurück zum Thema. Das mit der JetForce ist abgeklärt, warum ich sie eigentlich am liebsten in Einzelteile verkaufen will. Das allerbeste Beispiel. Es war nicht mein Fahrzeug, aber ihr kennt sie alle, die JetForce von Infinitum. Er hat sie hergegeben, dann wurde sie kaputt gefahren, dann für ein paar Euros weiterverkauft. Das ist doch einfach nur schade und traurig. Also mir hat schon weh getan und es war nicht mein Fahrzeug. Aber jetzt überlegt mal, es wäre meins und es passiert das Gleiche.
Von daher, ich lerne nicht nur aus meinen eigenen Fehlern, sondern auch, ich versuche auch von anderen Leuten Fehler zu lernen. Ja? Und egal, auf jeden Fall, mal schauen. Sie ist ja noch nicht verkauft oder auseinandergeschraubt. Das wird sich wahrscheinlich eh noch lange hinziehen, bis ich wirklich den Mut oder aufbringe, sie auseinanderzuschrauben. Und egal, Themawechsel. Private Fragen haben wir jetzt eigentlich auch angesprochen, dass ich nicht auf alle persönliche Fragen antworten möchte. Auch nicht mein Gesicht zeigen. Na gut, ich trage bei meinen Gruppenausfahrten ja keine Maske, dass mich keiner erkennt oder so. Die Jungs, wo mit mir Touren fahren, die kennen mein Gesicht. Ja, ich habe auch nicht vor, ist ja auch Blödsinn, eine Maske. Ja, auf jeden Fall, ich möchte einfach nur nicht mein Gesicht im Internet zeigen. Ich hoffe und ich denke auch, ihr werdet dafür Verständnis dafür haben. Hin und wieder hat man ja auch einen Teil meines Gesichtes schon mal gesehen. Also von daher, somit wisst ihr, ich sehe nicht aus wie ein Pferd und eine Schönheit bin ich auch nicht gerade. Kann man doch so sagen. So, aber deswegen geht es mir nicht, warum ich mein Gesicht nicht zeige, sondern einfach aus private Gründe. Man ist auf der Straße, Leute winken einem zu, weil sie dich aus Videos kennen. Aber ich wiederum kenne die Person nicht und stehe da wie ein Depp. Und weiß nicht, kenne ich den aus meiner Schulzeit, aus meiner anderen Zeiten oder von der Arbeit? Ich kann mir eh Namen sowieso nicht merken, Gesichter besser. Aber sie auch schwer einzuordnen. Upala. Hoppala. So, da wollte ich mal ganz kurz noch anhalten, dann geht es weiter. Motor können wir anlassen. Machen wir mal Blinker an. Die Stelle ist ja mal mega geil. Für im Sommer. Wenn es heiß ist, sich einfach da hin zu chillen. Nachteil. Es ist sehr bewohnt. Auf geht's. Oh, die Chatforce ist so schwer. Das merkt man auch. Oh ja, aber es macht immer noch Spaß mit ihr. So, ihr merkt ja schon, ich versuche dem Thema aus dem Weg zu gehen, was private Fragen angeht. Natürlich werde ich ein paar beantworten. Ein paar Leute haben mich auch gefragt, was ich beruflich mache, wo ich herkomme, warum, bla bla bla. Ganz einfach, ich bin in Frankreich geboren. Diese Frage werde ich natürlich beantworten können. Ich bin in Frankreich geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen. Die Sprache komplett vergessen, wo ich nach Deutschland gezogen bin, wegen meiner Mutter oder durch meine Mutter. Dann, wie gesagt, Deutsch gelernt. Wie alt ich bin? Ich bin über 21. Warum ich in meinem Alter noch Roller fahre? Ganz einfach, weil Rollerfahren einfach Spaß macht. Vor ein paar Jahren habe ich einen sehr, 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 sehr guten Freund verloren beim Motorradfahren. Und darauf möchte ich jetzt auch nicht näher eingehen. Und seit diesem Zeitpunkt habe ich der Familie versprochen, dass ich mein Motorrad verkaufe. Also ohne Wenn und Aber, direkt das Motorrad verkaufe. Und höchstens nur noch, oh Mist, höchstens Fahrzeuge noch fahre, wo 180 Kubik haben. Warum 180 Kubik? Hat einfach einen Grund. Ich hatte einen Roller im Auge, den ich mir kaufen wollte. Italjet Dragster 180 Kubik Piaggio Hyper 2 Block. Den wollte ich haben. Habe ich mir dann auch gekauft. Und damit war eigentlich Motorradfahren für mich abgehakt. Das war ein schönes, sehr schönes Kapitel in meinem Leben. Das ging, ja, fast 12 Jahre eigentlich.
bin fast 12 Jahre aktiv gefahren. Allerdings, so ein Roller ist einfach Anschaffungspreise. Sehr billig. Man bezahlt für einen neuen Roller zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Man hat 2 Jahre Werksgarantie. Wenn was kaputt geht, lässt man das Fahrzeug abholen und reparieren. Ja? So, ich hole zu arg aus. Aber Roller sind einfach in der Instandsetzung, in der Wartung, im Unterhalt, Benzinversicherung, bla bla bla, sehr, 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 sehr günstig. Weiter geht's. Warum ich 50 Kubik beziehungsweise ein bisschen mit mehr Power fahre, ist ganz einfach. Ein 180 Kubik Roller, da kostet die Variomatik so zwischen 120 und 250 Euro. Kupplung, Glocke, das kostet alles unheimlich viel, viel mehr Geld als bei einem 50er Roller. Ja? Ich merke schon bei der ZIP mit dem 80er, die Variomatik kostet um einiges mehr als, also die von Multivar kostet mehr als bei 50 Kubik. Aber noch im Rahmen. Kupplungen, Zylinder. Ein Ersatzzylinder für die ZIP kostet mich um die 178 Euro und das ist dann einer von Athena. Der hat zwar mehr Druck, allerdings ist halt kein Piaggio mehr. Ja? Und ob Athena so tolle Qualität liefert, muss ich erst noch herausfinden. Zum Glück habe ich noch einen Ersatzzylinder, aber wie gesagt, ich weiche wieder vom Thema ab. ihr könnt mir herzlich gerne weiter Fragen stellen. Wenn ich sie nicht beantworten möchte, habt bitte Verständnis dafür. Viele stellen mir Fragen, ob ich Bock habe, mal mit ihnen zu fahren. Klar, warum denn eigentlich nicht? Ja, ich will natürlich nicht mit jedem x-beliebigen fahren, aber wenn die Menschen nett, seriös und freundlich rüberkommen und so Pi mal Daumen ein bisschen denken wie ich, warum denn nicht? Allerdings muss es halt auf meiner Jahrestour liegen oder ihr wohnt bei mir in der Nähe. Ansonsten habt Verständnis, ich fahre keine 200-300 Kilometer, nur damit ihr mit mir eine Runde drehen könnt. Passt nicht. Ja. So, ich hoffe, damit sind wenigstens ein paar Fragen beantwortet. Ihr habt Nachsicht mit mir wegen der JetForce und Co. Und ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.